einem neuen Video. Es ist jetzt gerade Freitag und somit auch der erste Tag von meinem Urlaub. Ich freue mich einfach extrem. Also ich habe heute den ganzen Tag frei, deswegen ist es jetzt auch erst morgens und dann noch die nächste Woche. Ich war gestern noch mit meiner Firma feiern und dementsprechend habe ich ein bisschen Zeit heute Morgen gebraucht. Es ist jetzt 11:30. Torben müsste eigentlich jeden Moment kommen, weil als allererstes muss ich jetzt noch Fotos für eine Kooperation machen. Und zwar war das für so einen Kalender. Und meine Idee ist so ein bisschen, dass ich das einfach hier in der Ecke mache. Ich habe schon mal versucht, so ein bisschen meinem Feed zu schauen, ob das reinpasst. Aber ich muss es einfach sehen, wenn wir das erste Foto gemacht haben. Und ansonsten, danach muss ich nämlich direkt zur Post. Ich drehe nämlich heute noch eine andere Kooperation. Ich habe mir wirklich alles auf heute gelegt. Weil ich wusste, dass ich heute halt mal frei habe. Die letzten Tage war ich die ganze Zeit im Büro. Ansonsten wird dann eigentlich nur gepackt und aufgeräumt und so. Ich will nämlich alles echt sauber und schön machen, dass wenn ich zurückkomme, dass ich so das Gefühl habe, ich kann hier gut starten. Ich rufe jetzt aber erstmal Torben an, weil so langsam wird es knapp. Ich habe um 12 meine Abgabe und es ist 11:30. Also auf den letzten Drücker. Moin. Hi, wie lange brauchst du denn noch? Ich denke, jetzt bin ich so in 10 Minuten. Ich habe gestern so diesen gelben Schein in meinem Briefkasten gehabt. Und ich hoffe einfach so sehr, dass es das richtige Paket ist. Es ist nämlich eine Bestellung. Und ich glaube, das ist das erste Mal für mich eine Kooperation mit einer Brand, bei der es dann um Kleidung geht. Und ich weiß nicht, ich habe das schon von Anfang an meinem Management gesagt, dass ich das mir wünschen würde. Und man muss dann natürlich aber schauen, mit welcher Marke es passt. Und jetzt hatten wir eine gefunden, mit der ich mir das gut vorstellen konnte. Und es ist dann aber einfach eine Kooperation auf Instagram. Also, falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, könnt ihr das sehr gerne tun. Dann verpasst ihr nichts. Also, mein Schreibtisch ist noch mega unordentlich. Vielleicht sollte ich den jetzt mal aufräumen. Tada! Und hier lagere ich gerade noch mein Bettzeug. Da muss ich nämlich auch nochmal das Bett neu beziehen. Und ansonsten sauge ich, glaube ich, jetzt aber einfach auch noch mal schnell durch die Wohnung. Ich finde es sehr cool geworden. Torben ist jetzt da und wir können jetzt das Foto machen. Torben, du sitzt in meiner Fotolocation. Torben hat jetzt was bei La Baguette geholt. Das sind einfach so Baguettes, die schmecken aber mega nice. Und dabei schauen wir Manifest oder Manifest, wie auch immer. Kann ich sehr empfehlen, ist mega nice. Ich habe mich jetzt länger nicht mehr gemeldet. Wir sind jetzt gerade dabei zu packen, alles fertig zu machen. Sieht mittlerweile hier so aus. Die zweite Wäsche gemacht, mein Bett ist mittlerweile gemacht und jetzt geht's gleich los und dann fahren wir erstmal zu Torben nach Hause, da schlafen wir dann heute. Ich bin einfach immer noch so müde, dabei habe ich die letzten 3-4 Stunden einfach nur geschlafen. Wir sind ja jetzt schon seit heute Nachmittag bei Torben zu Hause und ich habe mich gar nicht gemeldet, weil ich eigentlich mich die ganze Zeit ausgeruht habe und dann am Ende jetzt auch einfach geschlafen. Die anderen waren noch einkaufen und ich war einfach so fertig, dass ich wirklich nichts mehr machen konnte. Aber ich freue mich jetzt sehr auf den Urlaub. Wir fahren hier heute Nacht. Oh wow, meine Kameraführung. Wir fahren hier heute Nacht so um 3 oder 4 los. Es ist jetzt 3 Uhr. Das hier ist mein Outfit für die Fahrt. Alles von Torben. Und wir machen uns jetzt auf den Weg nach Frankreich. Aber davor müssen wir noch ein paar Toasts machen. Wir wollen so Toasts im Sandwich Maker machen, dass wir ein bisschen was zu essen haben. Und dann geht's los. They gathered by the sea, sand people anxiously. Not once did speak to me, when tides came did not flee. Wir sind jetzt gerade hier angekommen und natürlich bekommt ihr jetzt erstmal direkt eine Roomtour, bevor wir
alles unordentlich machen. Aber hier ist der Eingang. Und dann haben wir hier dieses Haus. Ich muss auch dazu sagen, wir hatten ursprünglich geplant, zu 8 zu kommen. Jetzt sind wir nur zu 4. Das ist halt wirklich jetzt ein bisschen zu groß eigentlich für uns, aber es ist mega nice. Ich zeige euch jetzt einfach mal alles. So. Aber das Beste ist eigentlich, wir haben einfach eine Klimaanlage. So angenehm. Hallo. Hier chillen schon alle. Also, wenn man reinkommt, hat man hier erstmal die Küche. Und es ist so süß, sie haben uns hier einfach so Care-Pakete zusammengestellt. Einfach auch, ich habe diesen Waschraum einfach nicht erwartet. Ist auch so riesig. Ja, so riesig. Dann haben wir hier ja, so Snacks. Aber ich habe halt auch auf den Bildern, also wir haben es über Fevo einfach gebucht. Und auf den Bildern war halt einfach vieles auch gar nicht so drauf. Deswegen war es schon sehr nice. Und auch das fand ich hier auch so süß. Mit dem Rosé. Der ist wohl hier aus der Gegend. Und der sieht ja mal so schön aus. Dann ist hier ein Bad. Und hier einfach so ein riesiger Waschraum. Also der ist wirklich riesig. Dann haben wir hier ein Spielzimmer. wir haben einfach Wizard leider nur vergessen. Ich mag ja diese Betonwand sehr. Und das, also hier kann man theoretisch mal ein Foto machen. Hier ist die Couch. Hier haben wir einfach noch einen Wintergarten und Essbereich. Okay, dann mach mal auf. Ja, perfekt. Das ist so krass, wenn man hier rauskommt, wie viel wärmer es hier ist. Ja, war was damit? Warum? Das ist ein echter Tischkicker. Ist es krass? Ja, die sind sauteuer. Echt? Deswegen muss man den hier so ein bisschen. Oh. Sieht schon wird auf jeden Fall mal eine Runde gezockt. Oh, guck mal, hier ist auch eine Klimaanlage. Hä, das wäre halt echt geil, weil sonst sitzen wir uns nicht hier raus. Ja. Dann haben wir hier so einen Außenbereich. Einfach auch mit zwei Sitzecken. Einem Grill. Und jetzt kommt der Pool. Ah, wie geht denn das auf? Hä? Ah, ja. Es geht irgendwie mit einer Hand schwer. Ich finde es einfach nice, wir haben hier hinten eine Anlage gegen Moskitos. Achtung, dass die nicht. Ist die Tür hier offen? Ich weiß gerade gar nicht. Ja, also hier haben wir dann eine Tischtennisplatte und hier hinten haben wir einfach Tomaten und Paprika. Aber ansonsten ist da hinten steht dann, also wenn man um die Ecke geht, da steht unser Auto. Und hier wieder mal eine Sitzecke. Das könnte halt echt bei Love Island so ein Haus sein. So nah. Ja, wegen den ganzen Sitzecken, das meine ich. Perfekt. Danke, Torben. Ey! Schläger, Torben. Wir haben auch Schläger hier, aber die sind nicht gut. Okay, jetzt kommen wir zu unseren Zimmern. Wie gesagt, wir dachten eigentlich, wir kommen hier zu viert an. Dementsprechend gibt es einfach 4 Schlafzimmer mit Bad. Also hier ist auch noch eine Toilette. Und es ist so süß, also. Ja, dann hat man hier Dusche, Waschbecken und hier auch noch Stuff, ja, für Klamotten. Und dann können wir auch schon hochgehen. Also hier, das ist das erste Zimmer, einfach auch mit Bett. Und wie nice ist bitte dieser Schminkplatz. Dann kommt hier ein weiteres Zimmer. Und dann hier dieses Zimmer ist wirklich krass. Also man hat hier ganz normales Bett. Dann hat man hier so einen Kleiderschrank, den Balkon, wieder mal eine Schminkecke. Und das, also ich weiß gar nicht, ob es so rüberkommt, aber es sieht sehr nice aus, weil es sieht so hier ein freistehendes, ja, freistehendes etwas, keine Ahnung. Einfach wieder auf 5000 Spiegel. Hier ist einfach noch eine Badewanne. Ja. Schon sehr cool und diese Dusche hat auch noch eine Massagefunktion. Kein extra Becken da, ne? Oh, wie geil, dass wir von oben auch eine Sicht. Hä, wie nice, guck mal. Man hat hier Sicht auf den Pool. Aber das ist es auch. Es ist halt wirklich riesig. Das hier ist mein eines Lieblingszimmer und dann oben das große mit dem Balkon. Aber da wird jetzt erstmal drum gespielt, wer hier in welchem Zimmer ist. Nee, ich hab's. Nein, danke. Ey, ich muss.
Mhm. Leute, cheers! Marvin! Du Opfer! Spaß. Muss die Kara eine Karte ziehen? Wenn die Alina davor legt, oder? Ja, genau. Jetzt wird erstmal darum gespielt, wer Kara, in welchem. Läuft bei uns gerade. Ich weiß, wer in welchem Zimmer schläft. Uno, Uno! Ein Spiel haben wir gesagt, ne? Ja. Torben. Mach die Kamera jetzt weg, okay? No joke. Marvin, willst du wenigstens deinen Gewinn feiern? Nein, nicht vor der Kamera, ist mir peinlich. Also Marvin und Alina haben gewonnen, wir haben verloren. Ende der Geschichte. Wir sind in dem Zimmer. Es ist jetzt mittlerweile abends, genau, es ist jetzt kurz vor 7 oder 20 vor 7 und wir fahren jetzt mal einkaufen. Wir haben alle mega Hunger, wir haben nur vorhin einfach geduscht und sind dann ins Bett gefallen, weil wir irgendwie doch alle noch ziemlich müde waren. Ey Alina, ist es dein Haus? Was? Wir waren jetzt gerade bei Lidl hier, der ist einfach super modern. Und das hier ist unser Einkauf geworden. Wir haben super viel verschiedene Sachen eingekauft. Am meisten bin ich gespannt hierauf. Ich habe mir so eine Karamellcreme gekauft. Ich glaube, ich habe nämlich sowas mal in Frankreich gegessen, deswegen... Ich bin auch gespannt. Ich habe mega Bock da drauf. Ach so, Leute, und den Koch, den haben wir auch noch gratis mit dazu bekommen. Ganz nice. Irgendwie ist gerade alles orange, aber wir haben halt auch ein orangenes Haus, ne? Ich hab endlich geschafft. Yay. Schön. Unser erstes Dinner hier. Aber echt? Hast du Hunger? Ja, ich auch. Boah. Mach mal hoch. Fancy Pants hier. Ja, dieser Topf ist auch einfach voll geil. Der ist einfach riesig. Ja. So. Kinder, okay, das kommt nicht mal darüber. Ich habe uns vorm Urlaub extra noch so ganz viel Aloe Vera und Aftersun und sowas gekauft. Und jetzt auch noch hier so eine Gesichtsmaske für Torben und mich. Und das Geilste ist, sich die Sachen einfach in den Kühlschrank zu stellen und dann abends die dann drauf zu machen. Das ist einfach am besten. Das war einfach mein Lesezeichen davor. Und jetzt habe ich das hier. Torben hat auch eins geschenkt bekommen. Bist du happy? Cool. Und Alina nervt hier dein Schwarz. Schaut euch mal bitte an, was Alina für ein riesiges Einhorn mitgebracht hat. Ist einfach größer als sie. Nein. Naja, doch, ein bisschen schon. Zwei. Hey. Leute, guck mal, wisst ihr, wie viel Grad wir gerade haben im Pool? Ich weiß es nicht, ich kann es nämlich nie lesen. Letzten 27 Grad ins Wasser. Tatsächlich genau 28,27. Genau 28,27. Same pain and same feelings, staring at the sea and what was left of me. Ich finde, das sieht so lecker aus. Ja, wollen wir hier drinnen essen? Das sieht schon crazy aus, Torben. Aber irgendwie auch cool. Hast du darauf jetzt Bock? So, ich weiß gerade gar nicht so genau, ob ich mich heute schon so wirklich gemeldet habe. Ich finde es so nice, wir haben unseren ganzen Kram jetzt hier in dieser Schublade drin. Und dementsprechend ist es jetzt echt ordentlich hier. Ich mache mich jetzt ready. Heute geht es für uns nach Saint-Tropez. Es ist ja eigentlich so der erste richtige Tag. Wir haben vorhin die ganze Zeit am Pool gechillt, jetzt eben was gegessen. Und wie fancy ist bitte unser Wasserhahn? Und ich muss mir jetzt mal meinen Pinsel wieder waschen. Ich wasche eigentlich auch wirklich viel zu selten meine Pinsel. Es ist so krass, wenn man sieht, wie viel Make-up da rausgeht. Also, das ist jetzt euer Reminder, dass ihr jetzt für den Rest des Videos eure Pinsel waschen solltet. Ich bin jetzt gerade mal nach oben und habe jetzt einfach diesen Platz hier als meinen neuen Schminkplatz ernannt. Das ist einfach super der Luxus, den wir hier haben. Ich meine, das Zimmer wird hier einfach nicht genutzt, aber wir sind halt echt ziemlich auf dem Land dafür. Und es lohnt sich halt trotzdem voll. Es wäre natürlich was anderes, wenn wir direkt jetzt in Saint-Tropez wären. Aber dadurch habe ich jetzt hier meinen Schminkplatz. Hier ist jetzt mein fertiger Look. Ich werde mir jetzt unten noch was Schönes anziehen und ich freue mich gerade sehr. Ich war noch nie in Saint-Tropez,
Allgemein, ich weiß nicht, ob ich schon mal an der Côte d'Azur war. Ich kann mich gerade überhaupt nicht dran erinnern. Deswegen, ja, mal schauen, wie es so wird. Dann auch der erste Tag immer wieder am Meer nach richtig langer Zeit. Und natürlich nehme ich euch mit. Das hier ist jetzt mein Outfit. Das Kleid ist von Peek & Cloppenburg Düsseldorf oder, also hinten drin steht Review. Und ich finde es irgendwie richtig süß. Vor allem freut mich es voll. Das war eine Kooperation auf Instagram. Habe ich ja, glaube ich, auch am Anfang in dem Video hier erzählt. Und ja, ich weiß nicht, es ist irgendwie so das perfekte Sommerkleid. Okay, das hier ist jetzt unsere Markierung für das Gimbal, aber wie nice ist das bitte? Wir haben hier die ganze Zeit, also wir haben hier gerade so ein Outfit. Torben, was soll denn das? Deswegen wollte ich euch nur zeigen, dass es das Cover-Outfit. Okay, das ist mein Outfit-Part. Dann kommt, nee, warte, achso, das war jetzt hin. Dann kommt, Torben, du wolltest dann sehen, ne? Torbens Outfit-Part. Oh ja, sehr schön. Und dann noch die Alina. So süß. Marvin? Yes. Torben ist mal wieder in irgendwelche Autos verliebt. Wie viel hat das? Also ich würde einfach dran vorbeigehen. Ich sag's, wie es ist. Ich finde, das sieht jetzt nicht so krass aus. Und das kostet ein paar Millionen. Alina, so wird es hier die ganze Zeit gehen. Das ist jetzt hier die Situation. Hier stehen mittlerweile so viele Leute im Auto. Mega nice, aber Karamell schmeckt so heftig. Traurig, mein Akku ist einfach gerade schon fast leer von der Kamera. Also eigentlich könnte die jeden Moment ausgehen und es sieht gerade nämlich so schön hier aus. Das ist die View. Mein Kameraakku ist leider mittlerweile leer, deswegen wird jetzt einfach so weiter gefilmt. Wir sind hier jetzt gerade so an einem Parkplatz direkt am Strand. Es ist so schönes Wetter und ich glaube, dieser Strand wird auch richtig cool. Hey, es ist ja mal richtig schön hier. Na? Ich muss jetzt mit meinem Handy vloggen. Das hört sich irgendwie crazy an. Also kurzes Fazit, man hat hier einfach auch so einen Blick runter auf den Hafen und oh wow, also ist man auf so einem Hügel und das sieht jetzt gerade so aus, hätten wir viel nicht gegessen, aber wir haben alles, hey, meine Kamera spinnt gerade voll, ah, jetzt, das ist alles, was wir nicht geschafft haben, nee, okay, da drüben ist noch ein bisschen was, aber das war einfach die beste Pizza unseres Lebens, also meine, deine auch, Marvin, beste Pizza? Absolut. Torben? Guten Morgen. Ich weiß gar nicht, ob ich mich heute schon richtig gemeldet habe. Torben war gerade beim Bäcker. Und nichts geht über französische Croissants. Oh mein Gott. Ey, die riechen einfach schon heftig. Das sind hier meine wichtigen Pool Essentials, einfach gekühltes Sprudelwasser, mein Buch, Sonnencreme. Wir spielen jetzt erstmal eine Runde Buhl
und die, die verlieren, müssen dann das Essen für die anderen vorbereiten. Bei uns gibt es heute Wraps und wir schauen den Film After Love. Guten Appetit! Ich habe mich, glaube ich, gestern gar nicht mehr bei euch gemeldet. Aber ich glaube, der Vlog geht jetzt schon eine Weile. Wir haben ja gestern noch After Love geschaut. War richtig gut, weil wir wollen bald ins Kino. Da ist ja dann der vierte Teil, glaube ich, draußen. Und ich hatte halt bis zum... Die Hälfte vom dritten Teil habe ich noch gelesen. Und als dann gestern das erste Mal quasi was passiert ist, was ich noch gar nicht gelesen hatte, war es irgendwie richtig ungewöhnt. War es irgendwie richtig ungewohnt. Aber war trotzdem ganz cool. Ich weiß nicht, viele finden ja den Film schlecht, vor allem viele, die davor die Bücher gelesen haben. Und klar, es ist immer so, dass dann voll viel fehlt und das kommt halt nicht daran, was man so gefühlt hat, während man die Bücher gelesen hat. Aber ich finde trotzdem, dass die Filme auch gut sind. Und ja, deswegen freue ich mich auch sehr aufs Kino. Und würde jetzt an der Stelle aber mal den ersten Teil vom Urlaubsvlog beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mich mal gerne wissen, wie ihr es so fandet. Oder schreibt mir irgendein Feedback gerne in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Video. Da nehme ich euch dann die nächsten Tage noch im Urlaub mit.